Assistenzärztin Miriam Dietz beendet auf der internistischen Station gerade eine Behandlung und wird schon an anderer Stelle gebraucht. Patientin Kati fühlt sich schlecht. Der Sozialarbeiterin und ihrem Freund steht eine emotionale Achterbahnfahrt bevor. Und das alles nur wegen einer Lüge. Hallo, guten Tag. Hallo. So. Frau Dietzer. Das ist Ihr Freund, ne? Genau. Darf der drin bleiben? Natürlich. Okay, gut. Super. Wie geht's Ihnen? Ja, nicht wirklich gut. Was haben Sie denn? Mir ist total heiß und ja, ist auch übel. Ganz schwitzig, ne? Okay. Haben wir heute Morgen das Fieber gemessen? Ja. 36,8. Hätte mich auch gewundert, weil mir hat niemand was gesagt. Seit wann? Soll ich nochmal kontrollieren? Wäre gut. Seit wann fühlen Sie sich denn so? Ist jetzt plötzlich aufgetreten? Plötzlich. Okay. Haben Sie sonst noch was außer Unwohlsein? Durchfall habe ich noch dazu. Okay. Haben Sie das Gefühl, dass irgendwas zuschwillt im Hals, dass Sie schlechter Luft bekommen? Nee, oder das, das nicht. Okay. Einmal Zunge rausstrecken. Frau Dietzer war hier zu einer Hypersensibilisierung. Das macht man bei Allergiepatienten. Wenn die häufig rezidivierende Allergien haben, wird so eine Sensibilisierung gemacht. Und die ist eigentlich in den meisten Fällen sehr erfolgreich. 36,8. Okay, wir machen das in subklinischer Dosis, also darunter, unter der Dosis, die wirklich was auslöst, damit Ihr Körper sich langsam dran gewöhnen kann. Im Verlauf würde man erst anfangen zu steigern. Ich glaube nicht, dass das damit zusammenhängt. Mhm. Was meinen Sie denn? Ich würde gern einen HIV-Test machen lassen. Ein HIV-Test? Du willst einen Echtzeit machen lassen? Möchte ich gerne, ja. So plötzlich, wie kommen Sie denn darauf, dass es das sein könnte? Ich habe im Internet recherchiert und die Symptome passen total dazu. Ja, Entschuldigung, Maus, aber du bist ja jetzt wirklich nicht aus der Medizin. Ne? Ich glaube, da dürfen wir den Herrschaften ja, schon eher vertrauen. Ich bin auch Sozialarbeiterin und habe halt auch damals viel mit Drogensüchtigen zusammengearbeitet. Okay, aber Sie wissen ja schon, dass man sich nicht so einfach ansteckt. Ne? Gibt es denn irgendwas, wo Sie denken, da könnten Sie sich angesteckt haben? Da lag schon mal die ein oder andere Nadel. Haben Sie die? Ja, nur weil die da lag. Haben Sie sich nicht angesteckt? Haben Sie reingefasst? Vor einem halben Jahr ist das so gewesen. Da haben wir auch schon einen Test machen lassen. Und der war ja negativ. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, was du... Ich möchte es gerne machen. Ja, das kann ich auch verstehen, ja, aber... Okay, also man wird es sowieso generell nach einem halben Jahr noch mal testen. Das heißt, würde ich Ihnen anbieten, könnten wir hier machen, wenn Sie sich unsicher sind. Macht das dann vielleicht Sinn, dass ich mich dann auch irgendwie direkt testen lasse? Natürlich. Ja, ich glaube, das gibt vielleicht auch dir dann ein bisschen Beruhigung. Ne? Ja. Also wenn dann irgendwie zwei Tests haben, die negativ sind, ist das okay. Super. Die Abkürzung HIV steht für humanes Immundefizienzvirus. Es geht dabei darum, dass das Virus in den Körper eindringt und die Immunabwehr, vereinfacht gesagt, des Körpers schädigt, sodass dieser die eigentliche Funktion nicht mehr erfüllen kann. Das heißt, der Körper kann sich nicht mehr gegen Bakterien, Viren oder Pilze wehren. Dadurch kommt es vor allem im Verlauf dieser Erkrankung und dann am Ende, wenn wir von AIDS sprechen, halt auch dazu, dass es vermehrt Infektionen gibt, die dann auch letztendlich zum Tode führen. Bei unserer Patientin hatte ich jetzt die Hoffnung, dass sie trotzdem natürlich ein negatives Ergebnis hat. Ich nehme jetzt bei Ihnen beiden Blut ab. Genau. Ja? Die Kollegin nimmt Blut ab bei Ihnen und dann machen wir unten im Labor so einen Test, der geht relativ schnell. Also ich zumindest als Nichtmediziner geht es davon aus, dass das auch negativ sein wird. Also Sie müssen das ja so verstehen, sie ist jetzt wirklich seit einem halben Jahr ist sie dann auf einer anderen Stelle tätig, arbeitet eigentlich nur mit Kindern. Ach so. Ich habe jetzt nicht so viel Ahnung, aber ich würde behaupten, da kann man das ja wohl gänzlich ausschließen, dass man sich da irgendwie mit HIV ja, generell nicht, aber Sie haben dann auch den Job gewechselt nach diesem Vorfall. Es gibt einen Grund, warum Kati glaubt, sich mit HIV infiziert zu haben. Aber den verschweigt sie ihrem Schatz Lukas. Ein Krankenzimmer weiter entdeckt Schwester Johanna den Infarktpatienten Niklas mit Herzrasen. Das müsste dem 18-Jährigen eigentlich Angst machen. Was ist los? Nichts. Bleiben Sie einmal liegen, bitte. Wie sind wir mal einen Arm? Haben Sie Schmerzen im Brustbereich? Nein, mir geht's gut. Okay. Mir geht's wirklich gut. Gucken einmal gerade auf die Frequenz, aber er sagt, er hat keine Schmerzen. Keine und Schmerzen, ja. Ich kam gerade nur rein und dann. Ich weiß auch nicht, was los war. Sonst haben die Lage. Wir saßen einfach im Bett und plötzlich ging's ja, los. Ja, genau. Okay. Ja, Frequenz ist schon ordentlich, ne? Herr Kluse war bei uns, da er leider in seinen jungen Jahren einen Herzinfarkt erlitten hat. Zum Glück einen relativ kleinen Herzinfarkt.
Allerdings besteht hier bei dem jungen Herrn auch eine genetische Disposition, also eine Veranlagung dazu. Das ist in der Familie bekannt. Dieses Problem leider auch bedingt durch sein Übergewicht konnten wir das bei diesem jungen Patienten nicht verhindern. Aber ich Was gibt's hier so? Ja, da. Ich glaube, das ist das Teil hier. Was hat das gesagt? Was haben Sie denn gerade gemacht? Sie spricht doch hier mit uns. Liegestütz-Workout. Machen Sie hier heimlich irgendwelche Sportübungen? Herr Kruse, was haben Sie wirklich gemacht gerade? Sie sehen auch ziemlich geschwitzt aus. Das mit dem Sport würde ja passen. Lassen Sie das noch einmal kurz dran. Ja. Ich will nur gucken, dass ob die Frequenz runtergeht. Ich habe Sport gemacht. Ich bin 18 Jahre alt. Ja. Schauen Sie mich mal an. Es liegt doch sowieso nur an meiner Körperstatur. Ein bisschen Sport, dachte ich mir, könnte man jetzt machen. Hm. Und gut wäre die Sache, oder nicht? Okay, Herr Kruse, die Sache ist die, ich meine, Sie haben sowieso diese Veranlagung, Sie haben sowieso ein Problem, aber jetzt, durch dieses Ereignis, ist das Herz geschädigt. Und wenn Sie jetzt anfangen, das noch zu belasten, kann es natürlich sein, dass Sie wieder einen Herzinfarkt bekommen. Oder dass sie sogar plötzlich das Herz gar nicht mehr funktioniert. Okay. Und ich möchte Sie wirklich ungern mit Ihren 18 Jahren hier irgendwann wiederbeleben müssen. Ne? Da geht es ja wirklich um Ihre Gesundheit. Ja. Ne? Und da geht es wirklich auch um Ihr Leben. Das ist nicht so einfach. Und da müssen Sie auch wirklich drauf achten. Ja? Okay. Dass der junge Patient nun auf seine Gesundheit achten möchte, das kann ich natürlich sehr gut verstehen. Der Ehrgeiz, den er da anbrachte, wird ihn auch sicherlich an seine Ziele bringen. Allerdings sollte er darauf achten, dass seine Gesundheit immer Priorität hat. Sie gehen ja sowieso in die Reha, nachdem Sie hier waren. Die werden Ihnen beibringen, wie Sie besonders schon für Ihr Gefäßsystem Sport betreiben. Natürlich bei Ihrem Gewicht auch kann man nicht einfach so loslegen und irgendwas machen. Alles klar. Okay. Jetzt erstmal versprochen, dass Sie nicht mehr durchs Zimmer touren? Ja. Gut. Nicht jeder Krankenbesuch endet so positiv. Miriam Dietz muss der Sozialarbeiterin Kati und ihrem Partner eine Stunde später die HIV-Testergebnisse mitteilen. Dass auch die Patientin ihrem Freund etwas Wichtiges zu sagen hat, weiß die Ärztin nicht. Die Sache ist die, dass von Herr Bemsberg das Testergebnis ist negativ. Da müssen wir keine weiteren Tests machen. Bei Ihnen, Frau Dietzer, ist die Sache, dass ich leider sagen muss, dass Ihr Testergebnis positiv ausgefallen ist. Okay. Was heißt das jetzt positiv? Also, dass die Vermutung nahe liegt, dass Sie sich mit dem HIV-Virus infiziert haben. Und was heißt, dass die Vermutung nahe liegt? Das heißt, wie ich Ihnen im Vorhinein schon erklärt habe, muss man so ein Testergebnis immer noch mal bestätigen mit einem zweiten Test, der genauer ist. Man muss sagen, dass diese Tests schon sehr sicher sind. Und da muss man sagen, dass es tatsächlich bei ungefähr einem von 1000 Testungen tatsächlich auch ein positives Ergebnis gibt, was aber falsch ist. Deswegen ist es Pflicht, dass wir noch einen zweiten Test machen. Frau Dietzer hat natürlich sehr geschockt reagiert, befand sich auch in einer unfassbar schweren Situation, die auch natürlich für jeden, der nicht davon betroffen ist, schwer nachzuvollziehen ist. Diese Ungewissheit, bis man die Bestätigung hat, also den Bestätigungstest hat, dass man entweder erleichtert sein kann oder, was natürlich leider viel wahrscheinlicher ist, dass man wirklich dann letztendlich diese niederschmetternde Diagnose erhält. Ich verstehe das nicht. Was heißt das jetzt? Heißt das, wie wahrscheinlich ist das, dass sie jetzt AIDS hat? Ehrlicherweise muss man sagen, sehr wahrscheinlich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie positiv sind, ist höher als die Wahrscheinlichkeit, dass der Test falsch war. Wie kann man sowas sein? Jetzt mal ganz ehrlich. Zum einen erfahre ich, der Test vor 6 Monaten, der war negativ. Jetzt ist der plötzlich positiv. Die ganze Zeit HIV gab es und ich habe dann keinen. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Irgendwas verheimlichst du uns, mir. Ich verstehe das nicht. Ja, auf der einen Seite... Okay, aber... Nee, ich kann das nicht. Entschuldigung, ich kann es nicht verstehen. Also irgendwas du musst mir doch mal sagen, was jetzt hier los ist. Gehst du mit fremd? Nein, natürlich nicht. Ich würde dich niemals betrügen. Ich liebe dich doch. Ja, aber was denn dann, Kathi? Jetzt komm doch mal raus mit der Sprache. Ja, stimmt doch irgendwas nicht, ja? Ich kann das nicht nachvollziehen. Auf der einen Seite... Nee, entschuldigen Sie. Ja, ich kann das nicht verstehen. Mal... Ich hab,
möchte auch sowas hier nicht machen, ganz ehrlich, ne? Aber Ihre Freundin hat gerade eine ziemlich schlimme Nachricht erhalten. Ja, aber dann kann sie doch sagen, was hier los ist. Es geht mich doch auch was an. Ja, aber das Medizinische ist das schon zu erklären, dass der erste Test negativ ausfällt und wir die Diagnose feststellen können. Verzeihen Sie mich, ganz ehrlich, ne? Aber das, ich kann das nicht, ne? Ich muss hier raus, ehrlich. Lukas, warte. Ich arbeite wieder in meinem alten Job. Was machst du? Wieder zurückgegangen. Diese Menschen, die haben mich gebraucht. Ich war die Vertrauensperson von allen und sie brauchen mich einfach. Kathi, ich brauche dich auch. Ja, okay. Ich brauche dich auch. Wie stellst du dir das denn vor? Herr Bamberg, ein bisschen ruhiger, bitte. Wir sind im Krankenhaus. Wie lange? Wie lange läuft das schon so? Seit 4 Monaten. Ich bin... Seit 4 Monaten? Lügst du mich an? Seit 4 Monaten? Die ganze Zeit? Nee. Kathi, so geht das nicht. Ganz ehrlich. Das ist mir zu blöd. Frau Dietzer, setzen Sie sich mal hin. Das ist eine doofe Situation jetzt für Sie, ne? Ich kann das verstehen. Aber warum haben Sie denn nicht einfach mit ihm darüber gesprochen? Es war halt schwierig. Damals, als es schon hieß, dass ich den Verdacht auf HIV habe, das wurde mir ja auch zu viel. Und ich hatte auch ein bisschen Angst. Und immer, wenn ich in die Nähe von diesen Spritzen gekommen bin, hatte ich auch schon, obwohl ich sie nicht berührt habe, dieses Pieken gemerkt. Wir haben halt dann gesagt, dass ich halt wieder zu den Kindern zurückgehe. Das war auch in Ordnung für mich, aber ich wurde dann öfters angerufen von meinen alten Klienten und dass sie mich brauchen und ohne mich wieder zurück in die Sucht verfallen sind. Und ich musste einfach zurückgehen. Frau Dietzer hat mir dann unter 4 Augen erzählt, dass es doch der Beruf ist, an dem ihr Herz hängt und den sie auch machen möchte. Da muss ich sagen, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann, weil auch die ärztliche Arbeit ist nicht immer einfach. Wir arbeiten viel, das Studium ist lang, wir haben wenig Zeit für unsere Familien und sind vor allem immer für unsere Patienten da. Und natürlich kommt man auch in Situationen, die ähnlich gefährlich oder belastend sind. Und dennoch muss ich sagen, dass natürlich mein Herz an diesem Job hängt und ich ihn auch nicht aufgeben würde. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt, wie es ist. Das können wir jetzt erstmal nicht ändern, der wird sich wieder beruhigen und dann kann man das nochmal klären. Vor allem muss aber geklärt werden, ob Sozialarbeiterin Kathi wirklich HIV-positiv ist. Das Ergebnis des alles entscheidenden zweiten Tests liegt Miriam Dietz 3 Tage später vor. Was haben Sie denn für mich? Ja, das Ergebnis von dem Bestätigungstest ist da und ist zum Glück negativ ausgefallen. Das ist gut. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass der erste Test falsch positiv war und Sie damit nicht HIV-positiv sind. Das ist schön. Das freut uns natürlich sehr. Und warum gucken Sie dann immer noch so traurig? Das ist doch ein tolles Ergebnis. Schon, aber der Lukas, der war seit 3 Tagen nicht mehr hier. Und ich habe Angst, dass er sich jetzt getrennt hat und ich ihn nie wieder sehe. Na gut, von der Trennung sollte man dann dem anderen aber auch was sagen. Ja, bitte? Da ist er. Wenn man vom Teufel spricht. Hallo, ich hoffe, es ist okay, dass ich hier bin. Das müssen Sie die junge Dame fragen. Setz dich. Ich wollte mal fragen, ob es neue Erkenntnisse gibt. Haben wir gerade drüber gesprochen. Mhm. Der Bestätigungstest war zum Glück negativ. Ja, das war super, oder? Ja, auf jeden Fall. Super. Als ich meiner Patientin dann ein paar Tage später dann doch das gute Ergebnis überbringen konnte, war ich etwas verwundert, dass die Erleichterung nicht so groß ausfiel, wie ich eigentlich erhofft hatte. HIV ist dann doch eine sehr schwerwiegende Erkrankung oder Infektion, die man auch ernst nehmen sollte. Es stellte sich dann aber heraus, dass die Erleichterung doch sehr, sehr groß war, nur die Patientin und ihr Freund sehr mitgenommen waren und sehr erschöpft von den letzten Tagen. Und wer konnte ihnen das auch verübeln? Nichtsdestotrotz so, dass wir das in mindestens 2 Wochen noch mal kontrollieren werden, den Test noch mal machen werden, da es jetzt 2 unterschiedliche Ergebnisse gibt. Tatsächlich muss man sagen, dass aber der Bestätigungstest eigentlich sicherer ist. Wir müssen es trotzdem kontrollieren. Okay, haben Sie geschafft. Super, ja. Vielen Dank. Überlasse ich Sie jetzt mal dem Herren und dann können Sie in Ruhe alles ausdiskutieren, was Sie möchten und was so Danke. Noch anfällt. Ja? Super, vielen Danke. Dank. Gut, dann sehen wir uns später noch mal. Ne? Gut.
Fehler bei HIV-Testungen sind äußerst selten. Deswegen hat es mich hier natürlich auch interessiert, wie so etwas passieren konnte. Wie sich dann herausstellte, bei Rücksprache mit dem Labor, kann es sein, dass durch die Hyposensibilisierung, wegen der die Patientin hier war, wo auch Antikörper vom Körper gebildet werden, dass der HIV-Test darauf fälschlicherweise dann positiv ausfällt. Aber deswegen wird auch bei jedem positiven HIV-Test noch ein Bestätigungstest gemacht, um wirklich auch die Diagnose zu bestätigen. Und der ist dann hier ja zum Glück auch negativ ausgefallen. Super. Ist das super. Das wird alles gut. So, jetzt frage ich das noch ein hier. Auch nochmal bei dir entschuldigen, dass ich dir das verheimlicht habe und nicht offen mit Maus, dir darüber. Maus, Kathi, stopp, stopp. Ganz ehrlich, ich habe nachgedacht und ich hätte dich einfach nie überreden dürfen, dass du deinen Traumjob aufgibst, ganz ehrlich. Das war ein Fehler von mir, dich trifft da keine Schuld, das tut mir wirklich leid. Ich hätte das nicht tun dürfen. Ne? Es ist halt einfach so gewesen, diese Angst, die hat mich einfach verrückt gemacht, dass dir auf der Arbeit was passieren könnte. Ne? Ich weiß, ich hätte das nicht tun dürfen. Kannst ja verstehen. Aber weißt du, was mir wichtig ist, was mir wirklich wichtig ist? Diese Lügerei, das muss jetzt hier ein Ende haben, wirklich. Das hat jetzt hier ein Ende. Ich werde dich bei allem unterstützen. Ich will einfach, dass du sollst deinen Traumjob machen, ja? Und ich werde dich dabei unterstützen. Und ich glaube, ich muss mal ein bisschen tougher werden. Und ja? Ich werde jetzt immer ehrlich zu dir sein. Ja. Super, so läuft's. Auch für Lukas läuft es gut. Sein zweiter HIV-Test fällt ebenfalls negativ aus. Kathis Übelkeit vor 3 Tagen war nur eine natürliche Reaktion ihres Körpers auf das verabreichte Wespengift. Ihre Hypersensibilisierung verläuft erfolgreich.